Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 153. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und zeige, was ich in der letzten Woche Schönes gemacht habe an meiner Modellbahn. Ich bin Uli und los geht's. Heute habe ich zum Thema gemacht, mich einmal mit den Dingen zu beschäftigen, die ich sonst nie zeige. Das, denke ich mal, passt ganz gut jetzt hier in das Ganze rein. Ich habe Pech gehabt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an mein Video, wo ich den Hintergrund da in Ordnung gebracht habe. Wir sehen es hier schon, was passiert ist. Ich springe gerade hin und her hier. Ja, es ist... Ich habe es euch nicht gezeigt. Klar, ich habe euch gezeigt, wie ich da hinten die Wolken alle neu geabrascht habe, wie ich die ganzen Schäden mit den schwarzen Punkten da beseitigt habe und so weiter und so fort. Aber bevor ich das gemacht habe, ist mal genau das hier passiert. Das ist so ein kleiner Albtraum für so ziemlich jeden, der irgendwo im Modellbau oder auch im Dioramenbau tätig ist. Ich habe die Farbe aufgeschüttelt und habe den Deckel vorher abgehabt und habe so richtig schön schüttel und alles ist in meine Anlage oben reingespritzt. Die ist ja zum Glück noch nicht so weit, aber gerade da hinten hatte ich es ja eigentlich schon gemacht. Ein bisschen ärgerlich, wie ich finde. Und naja, das wollte ich euch hier mit zeigen. Dann habe ich natürlich mit sehr viel Wasser, mit wirklich sehr viel Wasser nach oben versucht, erstmal die weiße Farbe, das ist wirklich hochdeckende Farbe, die weiße Farbe, hochdeckend deswegen, weil ich ja die schwarzen Punkte, man sieht es ja im Hintergrund, da wo meine Hand gerade vor ist, neben den Schornsteinen und sowas überall, da hatte ich ja auch schon mal Pech gehabt. Da habe ich ja damals was gestrichen und gestrichen und gestrichen und irgendwann gucke ich da hoch und denke, ach du Schreck mich, nee. Und naja, so ähnliches ist mir jetzt in Weiß passiert. Nur eben, wie ich finde, noch schlimmer. Man sieht es ja jetzt schön, wie ich da zu tun habe, das wegzukriegen hier vorne. Das ist ja nicht weiter schlimm, da ist ja noch alles offen. Da sind ja die beiden Wartungsklappen noch und. Naja, dachte ich mir, dann muss es halt eben, wie gesagt, mit möglichst viel Wasser alles erstmal so doll, wie es geht, verdünnen und wegwischen, bevor jetzt diese hochdeckende Farbe da ja richtig fest trocknet. Hast du vielleicht noch diese kleinen Farbbällchen hier, wenn diese Farbe so trocken geworden ist, ne? Und habe das dann natürlich alles mit den Farben, die ich natürlich da habe, wieder übermalt. Hier vorne, witzigerweise, hatte ich damals mit der Steineffektpaste den Bahnsteig gemacht, ja? Das ist ja der alte Bahnsteig, den ich damals, ist ja der fertig gekaufte. Die anderen, die jetzt kommen, die baue ich ja alle selber. Das habe ich ja schon soweit vorbereitet. Und damit das eben so ein bisschen dreckiger, schmutziger, schmuddeliger aussieht, habe ich das damals mit der Steineffektfarbe gemacht. Und da hat man so kleine Krieseln mit oben drauf. Und das ist ja Absicht, ja. Jetzt sehen wir es schon, wie ich es danach, ich habe jetzt einen kleinen Sprung gemacht, oben die weißen Punkte dann mit der Airbrush wegmache. Das zeige ich euch jetzt nur noch, damit man das mal versteht, was ich gemacht habe. Und diese Aufnahme ist aus dem Video tatsächlich von damals. Und wer das jetzt weiß, sieht das, dass ich da Sachen übermalt habe. Rechts am Gleis zum Beispiel, der nasse Fleck, der da war. Das ist jetzt, wie gesagt, das hat man, wenn man da keinen drauf hinweist, ist es optisch nicht mehr da. Und natürlich die ganzen weißen Flecken, die ich damals weggemacht habe mit der Airbrush. Man sieht es sehr schön, die sind alle verschwunden, die sind nicht mehr da. Und das wäre dann dieser Part. Da habe ich mich wirklich damals drüber geärgert. Der nächste Punkt ist, ich hatte ja die Brücke gebaut, da hatte ich immer ein schönes Video zu gemacht. Und die war wunderbar fix und fertig, alles toll. Und der Uli beim Bauen natürlich hat die eingebaut, ist klar. Und du kommst überall dran. Du hast keine Chance. Und jetzt schaut euch mal an, das staubt. Das ist ja schon fast peinlich, in dem Video zu zeigen. Aber genau dafür sind ja diese Videos hier da. Wenn ich sage, das zeige ich sonst nie. Nee, warum soll ich das auch machen? Macht ja wahrscheinlich keiner da, wenn eine riesen Staubwolke beim Putzen. Und hier oben unten rechts, da guckt euch das mal an. Da, wo ich jetzt gerade so mit dem Pinsel so oben drüber bin. Die gesamte Farbe ist da ab. Geplatzt. Und das war natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil ich die Brücke ja gealtert habe. Die hat ja so eine wunderbare Grundierung bekommen. Man sieht das auf den Videos immer nicht ganz so, ihr kennt das vielleicht. Die hat so einen metallischen Grundton bekommen. Und ja, das musste ich natürlich jetzt versuchen, irgendwie nett wieder auszugleichen, dass die Brücke, wenn ich die dann wieder fertig habe, da stehen wird. Da oben die Steine habe ich benommen, meinen Pinsel sauber zu machen. Ja, die können das ein bisschen gebrauchen, da ein bisschen Farbe drauf. Damals waren sie ja auch noch nicht fertig, sieht man ja. Und habe aber trotzdem mir vorgenommen, jetzt hier die Brücke, die Kanten, überall ist die Farbe abgeplatzt. Ist ja klar, man ist ja irgendwo immer zu Gange und versucht das hinzukriegen. Und guckt mal, was ich hier gemacht hatte. Da hatte ich die Lampe reingesteckt. Ja, da war ich, Lampe reingesteckt, passt schon.
Naja, gut, da braucht man sich ja nicht zu wundern, dass die Farbe überall abgeht, wenn man da irgendwie so mit seinen Sachen umgeht. Aber mir war damals durchaus bewusst, dass ich die Brücke nochmal überarbeiten muss. Und das habe ich jetzt hiermit auch getan. Die Lampen da oben, das hatte sie auch verbogen. Das ist ja die Nachtbeleuchtung, die eingebaut ist. Und ja, habe ich jetzt alles mal schön abgepinselt. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass die eigentliche Farbe tatsächlich noch recht gut zu sehen ist auf der Brücke. Hier ist jetzt der Bereich, wo ich die Arkaden auf dem rechten Teil meiner Anlage gebaut habe. Da habe ich so schön vor mich hingebastelt. Wir sehen es da unten, wo ich gerade rumpople, und habe gar nicht bemerkt, dass von diesen, wo ich das da oben alles verklebt habe, überall Dreck in meine Gleise reingefallen ist. Das war Kleber, das war Spachtelmasse, das war alles, was so ist. Hier, guckt euch das mal an. Da habe ich ja noch gedacht, okay, das passt schon so weit, da saugst du alles ab. Aber dass natürlich innerhalb der Arkade alles immer in die Gleise reingetropft ist und man muss das da mühevoll versuchen, durch die Arkadenöffnungen rechts da rauszukriegen, das war übel, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Hier sieht man ja bloß relativ grob, wie ich es rausmache. Da musste man ja richtig so in die Schienen von der Seite rein und da musste man das alles einzeln. Schaut mal, wie ich das versucht habe mit der Pinzette und mit allen möglichen Hilfsmitteln. Und das sind natürlich immer die Sachen, wo man nicht rankommt. Das kennt ihr vielleicht selber, oder? Vorne in Bereichen, wo man überall ja schön arbeiten kann, da passiert nichts, da ist alles gut, da ist alles top. Aber da, wo du nicht rankommst, das hatte ich damals ganz hinten links auf meiner Anlage mit der Weiche. Das ist die Weiche, wo ich nie wirklich gut rankomme. Die fällt natürlich aus. Ja, die war auch noch eingelötet und was weiß ich, aber das ist ein anderes Thema, das habe ich glaube ich nämlich im Teil 1 gezeigt. Und jetzt habe ich versucht mit einem kleinen Schraubendreher, ihr seht das da schon, in die Schienenkante von innen reinzukommen mit dem Läppchen, um das da rauszukratzen, dass da, wenn die Loks und Wagen drüber fahren, eben nicht da immer diese kleinen Huppel drin haben. Das ist nicht akzeptabel, bin ich ganz ehrlich, das kann man nicht machen. Und im gleichen Zuge habe ich natürlich auch da oben den Deckel. Da hatte ich was draufgelegt, was kleben soll. Gut, das ist nur meine schwarze Grundierungsfarbe. Aber ich versuche an alles immer irgendwo zu denken. Und dann, da guck mal, wie das da aussieht da hinten. Weil ich da schon runtergekratzt habe und gemacht habe, da war ich richtig wütig. Deswegen sieht auch der Arbeitsplatz so aus. Weil, ja, das sind Arbeitsschritte, die man nicht wirklich braucht, die keiner braucht irgendwo. Und dann habe ich da natürlich alles schön wieder übermalt, ne? Alles wieder schön übermalt. Und okay, man kann jeden Fehler beheben. Hier seht ihr jetzt meine Kameraaufnahme bezüglich zu meinem letzten Signalvideo. So dicht bin ich tatsächlich dran, wenn ich Nahaufnahmen mache. Vorne in der GoPro ist eine Makrolinse verbaut. Oder habe ich nicht verbaut, sondern kann ich ranbauen. Und dann muss ich links und rechts neben der Kamera, ich hatte früher auch meine Sony Z1 mit ordentlichem optischen Zoom, das kannst du nicht mit diesen Aufnahmen vergleichen. Das hat nicht das, ach, nee. Deswegen habe ich mich ja für diesen Kameratyp entschieden. Die ist ja viel, viel teurer gewesen als die Z1. Aber ist ja egal. Und so habe ich dann die Kamera, so kann man sich das mal vorstellen, wenn ich arbeite, da hinten habe ich ja im Tunnel damals geschottert und habe das so davor gebaut. Und da muss ich immer um dieses ganze Zeug drumherum greifen, irgendwo versuchen. Und dass es auch nicht so gequält aussieht auf den Videos, ja, dass man da sich nicht irgendwo ein Abgaspot macht. Das ist eine Aufnahme, die geht. Da ist eine normale Linse vorne dran jetzt. Ist aber auch das Minimum, was man mit dieser Linse machen kann. Ich sag mal so 20 cm, damit es scharf bleibt. Und ansonsten geht das nicht. Ansonsten hatte ich ja mal geschrieben, ich habe einen langen Kameraarm. Man sieht den ja links hier ein bisschen ins Bild reinragen. Der kann bis zu 1,80 Meter, glaube ich, ausgefahren werden. Und da kann ich wirklich bis hinten auf meine Anlage drauf, kann die Kamera drehen über so eine Kugelgelenk vorne und kann mir alles einstellen, wie ich es in irgendeiner Form brauche und kann wirklich so über die Gleise. Und das ist ja ganz hinten an meiner Anlage hier, ne? Da ist ja rechts Dobbingen. Hier ist die grüne Brücke, von der ich im letzten Video sprach. Und so kann ich dann wirklich überall auf meiner Anlage schön filmen und kann das dann entsprechend alles in Szene setzen, ohne dass man da auf die Anlage irgendwie so einen Dreifuß stellen muss oder irgendwas machen muss. Das will ich ja halt nicht, weil noch würde es gehen oder noch geht's. Ihr seht es, hier vorne ist ja nicht mal die Erde drauf. Das sind also die alten Aufnahmen. Und aber wenn dann wirklich alles voll geworden ist, hier sieht man es recht schön. Schaut mal, wie lang der Arm ist. Und das ist noch weiter von außerhalb der Anlage. Und dann kann ich ganz da hinten schön
Nahaufnahmen machen, ich kann die Kamera auch noch drehen, ich kann die richtigen Gleishöhe reinbringen, ich kann die wirklich schön machen und mit der Makrolinse und wie auch immer. Das hatte ich euch auch nicht gezeigt, da habe ich damals die Leiste verklebt und da habe ich natürlich meine Gleise hier vorne als Abstützung benutzt. Naja, hat gehalten, was soll's. Das war das Teil, was ich euch mal gezeigt hatte, wo links das Gleis so ganz, ganz böse verformt war, wo ich da mit meiner Klappe drauf kam. Hier sehen wir das nochmal mit den Abstützen. Damit man das sich gut angucken kann, habe ich das vorne wirklich reingeklemmt und das sind so Bambusleistchen und die sind dann im Bogen und dann funktioniert das recht gut. Und diese, was ich jetzt hier mache, hier verklebe ich ja die Rückwände, wo die Felsen jetzt alle gebaut wurden, stelle ich natürlich auch teilweise über die Gleise. Hier ist rechts was rausgebrochen, das war eine Stütze, die ich da reingemacht habe. Der Uli, der baut irgendwas und bastelt irgendwo und plötzlich knack. Naja, war ich froh, dass nur das bisschen rausgebrochen war. So muss ich mit meinen Klammern so ein bisschen arbeiten jetzt hier, wenn ich was festmache. Das sind auch Sachen, die man normalerweise nicht zeigt. Deswegen habe ich das hier mit reingebracht. Das war auf meinem Basteltisch. Da habe ich auch wieder mal wahnsinnig rumexperimentiert. Da ist mir der halbe Leimkleber unten auf dem Fußboden getropft. Das sieht man jetzt hier schlecht. Und hier sieht man nochmal, wie ich das mache. Rechts meistens die Lampe oder auch links oder beidseitig. Und dann versuche ich da mit dem Pinsel schön drumherum zu gehen. Und das ist ein Krampf. Guckt mal hier vorne die Klammern. Ja, so halte ich bestimmte Dinge in Form und lasse das dann trocknen. Rechts der Ventilator. Und ja, damit das eben in bestimmten Formen dann drin bleibt. Am Schraubstock festgeklemmt und dann das ist manchmal aufbaut, das kennt ihr selber, ihr baut wahrscheinlich genauso verrückt wie ich, ja, oder jetzt hier eben, das wird eben selbst diese Schaumteile, dieser Hartschaum, das drücke ich mit Zwingen zusammen und hier sieht man wieder das tolle Bild, wo ich rechts mit der Lampe in der Brücke drin bin, wo ich das Ganze festgeklebt. Ich wusste nicht, wo ich es hinstellen soll. Es ist wirklich so, ja, aber das war eine Möglichkeit, dass man da eben die Lampe gut positionieren konnte, weil ich musste ja den Leuchtteil der Lampe nach unten bringen. Der ist ja normalerweise oben, da nützt es mir nichts. Ja, und hier sehen wir jetzt noch meine Kitty, die wahnsinnig interessiert ist. Da habe ich meine kleine Leiter davor stehen und sie war auch auf der Anlage danach. Das fand sie ganz besonders spannend, dass man da auch draufklettern kann und überall reinkrabbeln kann. Und ja, was soll's, kannst du nichts machen, Katzen sind halt so. Deswegen habe ich ja auch ein Rollo, was ich vorne zumachen kann, damit die Gute gar nicht rauf kann. Alles klar, meine Lieben, das war's für die Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag 16 Uhr und bis dahin, tschüss.